Hallo und herzlich willkommen zu Folge 221 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 19. Februar 2024. Heute habe ich zwei ältere Sachen wieder an und der Schal ist von 2014 bis 15. War ich selber ein bisschen überrascht, als ich auf der Ravelry-Seite nachgeguckt habe, dass ich offensichtlich ungefähr ein Jahr gebraucht habe, um diese fünf Granny Squares zu häkeln und aneinander zu bringen. Wobei ich sie, glaube ich, aneinander gehäkelt habe, also da war nichts mehr zu nähen hinterher. Das ist wieder die Regato, die gleiche Wolle, aus der ich auch letzte Woche meine Stola, meinen Schal gestrickt hatte. Das hat sich jetzt heute einfach so ergeben, weil ich den Pulli anziehen wollte und das dazu passt. Genau, das ist mein Schal, Regato-Schal Nummer 2, der erste, den ich gehäkelt hatte. Da hatten wir in dem Jahr 5 neue Farben bekommen, die alle entweder blau, türkis oder grau waren. Und dann hatte ich 5 Quadrate gehäkelt und die aneinander gemacht und das als Schal dann im Laden hängen gehabt. Und das gefiel mir so gut, dass ich das dann nochmal machen wollte. Und mein ursprünglicher Plan war, noch 2 zu häkeln und dann eine Decke draus zu machen. Aber da ich die beiden Schals so gerne so getragen habe, ist da nie was draus geworden. Und ich habe dann zwar irgendwann mal versucht, ein ganz großes Quadrat zu häkeln als Decke aus meinen Resten, aber die ist dann bei meiner Schwester gelandet. Und deshalb warte ich immer noch auf meine Decke. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich habe immer noch ein paar Regato-Reste und auch Restknäule und so rumliegen. Das wird vielleicht noch mal irgendwann was. Genau, das ist der Schal, da gibt es, glaube ich, sonst weiter nichts zu sagen. Der Pulli, den ich anhabe, das ist eine Drops-Wolle. Hab vergessen nachzugucken, wie sie heißt, findet ihr aber auf der Projektseite, auf meiner Ravelry-Seite, die unter dem Video verlinkt ist. Und da habe ich die Anleitung aus dem Buch November Knits von Kate Osborne und Courtney Kelly genommen. Und zwar ist da das erste Projekt in dem Buch dieser Pullover und ich glaube, ich bin damals drauf gekommen, weil die Maschenprobe gut passte, aber die Farbe ist natürlich so gar nicht meins, aber so dieses bisschen Oversize und mit dem Kragen und den Rippen, das hat mir alles sehr gut gefallen und ich habe auch erst während des Strickens oder während des Lesens realisiert, dass man den Pulli als Wendepullover arbeiten kann und auf der Seite sind die rechten Rippen durchgehend, sodass man das unterbrochene Rippenmuster gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn man das umdreht, dann sieht man, sind hier die rechten Rippen unterbrochen und dadurch wirkt das Muster ganz anders, aber es wirkt auch irgendwie ganz nett. Und deshalb trage ich den Pulli mal so rum und mal so rum. Und gerade so im Moment, wo ich immer wieder Momente habe, wo mir dann doch sehr warm wird, dann ist es eben schön, dann kann ich den Pulli einfach über den Kopf ziehen und kann ihn dabei auf links drehen. Und dann kann ich ihn einfach so rum wieder anziehen und wenn ich ihn das nächste Mal anziehe, drehe ich ihn wieder rum. Also das ist im Moment ein sehr praktischer Pulli dadurch und ich mag ihn auch ganz gerne, so mit den Farben. Und das ist einfach schön, dass ich den habe. Genau, und den habe ich in 2018 gestrickt, also ein bisschen neuer als der Schal, aber ich habe nur 2 Wochen gebraucht. Also damals habe ich ja noch nicht so strategisch gestrickt, sage ich mal, und versucht, alles so ein bisschen weiterzubringen. Und da habe ich mich dann manchmal in einem Projekt festgebissen und habe dann so gut wie nichts anderes in der Zeit gestrickt. Und den kann man so einen Pulli in 2 Wochen stricken. Ganz, ganz spannend. So ist das. So viel zu dem, was ich anhabe. Ich denke, das reicht. Dann zu den fertigen Projekten. Und ich habe heute 3 fertige Projekte. Und ich habe nur 2 neue angefangen, bin ich ganz zufrieden mit mir. Und das älteste fertige Projekt sind die Socken aus dem Buch Socks Look. Das ist die Socks Look Nummer 18. Und das sind diese Socken. Da habe ich die eine bunte Opalwolle genommen, habe die mit einfarbigem Lila und einfarbigem Anthrazit dann im Muster gestrickt. Und ja, da bin ich jetzt fertig geworden. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass in der zweiten Spitze Lila kommt, weil hier der Abstand zwischen der ersten Hälfte der Ferse und der Spitze so groß war. Aber ich sollte vielleicht nicht so viel über Opalwolle vorhersagen. Hier kam ja das Lila am Ende der Ferse und trotzdem hat die Spitze fast mit Lila angefangen. Und statt einer ganz türkisen Spitze habe ich jetzt Lila und Grau und Gelb und Türkis in der Spitze. Da war ich recht überrascht. Aber das macht ja auch nichts. Ansonsten sieht man, dass die gelben Streifen schön unterschiedlich laufen. Das mag ich ja gerne.
Und man sieht auch, dass das Muster mehr oder weniger deutlich rauskommt, je nachdem, was die bunte Wolle so macht. Aber das stört mich nicht. Meine Cousine stört es auch nicht. Die war total glücklich mit den Farben und dem Muster. Und die freut sich schon drauf, dass sie die Socken jetzt kriegt, sobald wir uns wieder sehen. Hier, so viel zu den Socken. Dann das nächste, zweitälteste Projekt, was fertig geworden ist, ist die On-Target-Mütze von Sarah Shearer. Und jetzt erkennt man, dass das hier so ein bisschen aussieht wie eine Zielscheibe. Deshalb heißt das On Target. Target ist das Ziel oder die Zielscheibe. Und ich habe die Mütze eigentlich genau nach Anleitung gestrickt, bis auf die Tatsache, dass ich die letzten Farbstreifen etwas kürzer gemacht habe, als in der Anleitung stand. Sonst hätte ich nämlich wahrscheinlich mit dem Hellgrau aufgehört. Und das wollte ich nicht. Ich wollte gerne schon noch diese dunkle Mitte deutlich machen. Und deshalb habe ich dann einfach die Streifen ein kleines bisschen kürzer gestrickt, aber ich finde, das fällt nicht groß auf, zumal ich durch die zwei bunten Garne, die ich damit reingenommen habe, sind meine Streifen sowieso nicht ganz so klar definiert, wie das der Fall wäre, wenn ich jetzt 5 einfarbige Farben genommen hätte. Das ist ja die erste Anleitung, die Sarah Shearer für Leading Man Fiber Arts entworfen hat, aus den Minis von der Firma, und sie gibt für die Mütze 5 Minis an. Das heißt, man hat 5 mal 20 Gramm, das wären 100 Gramm. Und ich habe jetzt aber für die kleine Erwachsenengröße unter 50 Gramm verstrickt. Also das ist wirklich ein relativ sparsames Projekt und ging dann zum Schluss auch wirklich recht schnell zu Ende, dadurch, dass die Maschen dann sehr schnell weniger werden. Und das kann man eben so als Baskenmütze ganz schön so seitlich runterziehen. Ich war überrascht, dass mir die Größe S so gut passt. Ich hatte gedacht, das wird vielleicht ein bisschen eng. Der Teil hätte tatsächlich für meinen Geschmack noch ein bisschen größer sein dürfen. Also wenn ich sie nochmal stricke, mache ich vielleicht eine Mischung aus Größe S und Größe M für den Rest. Ja, aber so könnte ich die Mütze auch schon ganz schön tragen. Ich kann die auch nach hinten einfach fallen lassen. Ich könnte jetzt noch die Haare mit reinstopfen. Was sie macht auf ihrem Bild, ist, sie schiebt den Mützenrand bis hinter den Haaransatz und lässt die Mütze dann so nach hinten fallen. Das kann man auch ganz schön machen. Ist natürlich weniger warm, weil die Stirn nicht eingepackt ist. Und ich finde es auch ein bisschen unsicher. Also ich hätte ein bisschen Angst, sobald ich mich dreimal bewege, dass die Mütze dann weg ist. Von daher würde ich die immer eher in die Stirn ziehen. Und dann wäre nur die Frage, ob ich sie nach hinten floppen lasse oder ob ich sie dann so ein bisschen seitlich ins Gesicht ziehe. Das ist die On-Target-Mütze. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das noch öfter stricke. Hat sich gut gestrickt und ich finde es eine lustige Mütze, für wenn es nicht ganz so kalt ist. Und mein drittes fertiges Projekt wird euch nicht überraschen. Das sind die kleinen Bananensocken, die ich letzte Woche angefangen hatte. Und ohne Sockenblocker sieht es einfach noch viel mehr nach Banane aus, weil das so ein bisschen rund ist und mit der braunen Spitze. Das fand ich einfach so lustig. Aber ich habe extra 2 unterschiedliche Sockenbretter mitgebracht. Das ist die 17-18. Da kann ich das komplett drüber ziehen. Und das ist die 19-20. Und da sieht man dann ganz schön, dass eben der Fuß hier ein bisschen kleiner ist und dafür ist mehr Schaft. Hier ist dann der Fuß schon etwas größer und man hat aber trotzdem noch ganz gut Schaft. Das heißt, man könnte auch mit Sicherheit noch 2, 3 Größen größer die Socke anzieht, solange das in der Weite noch passt und nicht zu eng ist, wachsen die eine ganze Weile mit. Meine kleinen Mini-Bananen, und jetzt habe ich auch wirklich erstmal genug von Bananensocken und werde wahrscheinlich zumindest dieses Jahr keine Bananensocken mehr stricken. Es ist kein Versprechen, es ist nur eine Vermutung. So, das waren die fertigen Socken. Die fertigen Projekte und die fertigen Socken, die ich da gezeigt habe. Und die erste Socke, die ich jetzt in Arbeit habe, das ist die Socke, die ich aus der Showbiz-Wolle stricke für meine Schwester, ganz schlicht in glatt rechts. Und ich habe die erste Socke fertig. Meine Schwester mag ja diese Shorty-Socken, deshalb ist die nicht so lang. Sie kann das ja auch theoretisch noch ein bisschen mehr runterrollen, wenn sie will. Das kann sie machen, wie sie möchte. Und man sieht jetzt aber, dass die Spitze so ein bisschen seltsam aussieht. Und das liegt daran, dass meine Schwester mich gebeten hat, eine anatomische Spitze zu stricken. Sie hat mir mal auf Instagram ein Reel ist es, glaube ich, geschickt, wo gezeigt wurde, wie das geht. Und dann habe ich das jetzt ausprobiert und so sieht das dann aus.
Das heißt, ich habe am Anfang nur an einer Seite abgenommen und habe dann nur ganz zum Schluss an beiden Seiten abgenommen. Und die letzten Maschen habe ich dann im Maschenstich zusammengenäht. Und dadurch, dass hier die Ferse ist, ist das jetzt eindeutig eine linke Socke. Und bei der nächsten Socke muss ich dann darauf achten, dass ich die Abnahmen auf der anderen Seite mache, damit es einem rechten Fuß passt. Soweit ist die zweite Socke noch nicht wahnsinnig weit. Aber ich habe immerhin angefangen. Und und dann hat sie ein paar Socken, wo sie immer eindeutig weiß, was rechts und was links ist. Bin sehr gespannt, was sie davon hält, wenn sie es dann auch trägt. Ich werde dann auf jeden Fall mal gucken, wie ihr Feedback ist. Und wenn ihr das gut gefällt, dann werde ich das in Zukunft vielleicht häufiger bei ihren Socken machen. Das sind die Socken für meine Schwester und die nächsten Socken. Das ist mein erstes neues Projekt für heute. Das ist jetzt das erste Muster, was ich im Rahmen der diesjährigen Sock Madness stricke. Hatte ich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon erklärt. Das ist der weltweit stattfindende Socken-Schnellstrickwettbewerb, läuft über Ravelry. Man konnte sich die ersten zwei Februarwochen anmelden, was ich gemacht habe. Und jeder, der sich angemeldet hat, hat jetzt letzten Samstag eine Anleitung geschickt bekommen und das sind die Qualifikationssocken. Und jeder, der die innerhalb von 2 Wochen gestrickt hat, fotografiert hat, eine E-Mail mit dem Link geschickt hat und die Socken für gut befunden wurden, der wird dann in ein Team eingeteilt und dann geht es in 2 Wochen irgendwann mit der ersten Runde los. Aber für die Quali-Socken brauchte man jetzt 3 Farben. Ich habe mich dann für diese wunderschöne Pink, Orange, Rosa Wolle aus der Funny Fruit Serie entschieden als Hauptfarbe. Als zweite Farbe dieses, ist das lila? Naja, auf jeden Fall diese wunderschöne einfarbige Wolle, die finde ich sehr, sehr gut dazu passt. Und für die dritte Farbe brauchte man nur 10 Gramm und dann habe ich ein kleines 10 Gramm Mini von Opal genommen in diesem Grün aus der Beauty Serie und habe mir gedacht, das passt eigentlich sehr schön zusammen. Und das Muster sieht folgendermaßen aus. So sieht das aus. Also man strickt das Bündchen in der Grundfarbe und dann fangen schon die sozusagen diese Zopf, Mini-Zopf in der Farbe 3 an. Und und dann gibt es in den anderen beiden Farben rechts und links auch nochmal so einen Zopf. Hatte ich gesagt, die Anleitung heißt Hydra Scales. Das sind die Schuppen der Hydra, würde ich jetzt mal so übersetzen. Und so sieht es von vorne aus. Von hinten hat man das gleiche Muster bis dann zur Ferse. Die Ferse ist eine Zunahmeferse. Das heißt, man strickt bis hier unten hin in Runden und arbeitet hier hinten aber Zunahmen. Und dann wird dieses so eine Art Käppchen oder Herzchen gestrickt. Und dann geht es in der Runde weiter. Die Runden sind, das ist Helixstricken, also solche Spiralrunden, die keinen Rundenübergang verursachen. Also das läuft immer durch auf beiden Seiten. Hier unten ist dann so ein bisschen Rippenmuster in der Ferse, hier hinten auch. Also es ist ein ganz interessantes Muster. Am Anfang hat man 6 Knäule dranhängen, weil man für jede grüne Masche ein eigenes Knäuel hängen hat, weil es ja keine Spannfäden gibt. Und deshalb hatte ich das 10 Gramm Mini in 4 gleiche Teile geteilt, habe dann für jede Masche sozusagen ein Viertel Mini-Knäuel gehabt. Die hinteren habe ich jetzt schon abgeschnitten und die beiden Knäuelchen, die hier schon fertig sind, die nehme ich dann bei der zweiten Socke nach vorne, wo ich ja ein bisschen mehr brauche. Und die Reste von diesen beiden Knäueln, die müssten dann bei der zweiten Socke für hinten reichen. Und das fand ich sinnvoller, als nur 1 Meter abzumessen und dann ständig neu anzusetzen. Ja, das ist, glaube ich, alles, was ich jetzt soweit hierzu sagen kann. Ach so, grün habe ich natürlich gewählt, weil ich schon traditionell meine Qualifikationssocken immer an die Aktion Grüne Socke spende. Da habe ich ja jetzt schon länger nichts mehr zu gesagt. Das ist der Verein der Frauen mit Eierstockkrebs und ich glaube inzwischen auch anderen Krebsarten hilft. Und um die Informationen nicht so trocken zu überreichen, haben sie sich überlegt, dass sie die Aktion Grüne Socke ins Leben rufen und um grüne Sockenspenden bitten, damit sie dann immer mit den Informationen und dem Hilfsangebot ein paar grüne Socken überreichen können. Aber es ist nicht festgelegt, wie viel Grün in der Socke sein muss. Also nicht jede Socke muss komplett grün sein.
Und ich bin sicher, dass diese grünen Streifen vorne und hinten, dass das ausreicht, um das als grüne Socke zu qualifizieren. Und ich hoffe, dass die Socken dann irgendwann einer Frau ein bisschen Mut und warme Füße machen. Aber dafür muss ich sie erst fertig stricken. Ich habe ja noch über eine Woche Zeit. Also ich werde mich bemühen, sie diese Woche fertig zu stricken. Aber ich will auch meine anderen Projekte nicht zu sehr vernachlässigen. Genau, ich könnte nämlich jetzt schon mal sagen, also da ich jetzt doch am Wochenende recht viel an der Socke gestrickt habe, habe ich an dem Musterschlacht-Babyjäckchen nicht weiter gestrickt. Ich habe nicht an dem Double Face Loop, an dem schwarz-roten weiter gestrickt. Und auch mein Rock hat leider keine Fortschritte gesehen. Aber ich habe noch ein zweites neues Projekt angeschlagen. Eigentlich habe ich das vorher schon angeschlagen. Nachdem ich die Anleitung gekriegt habe, hätte ich jetzt nichts Neues mehr angeschlagen. Aber das ließ eben auf sich warten. Und manche neuen Projekte kommen ja relativ plötzlich, dass man über eine Anleitung stolpert oder eine neue Wolle sieht, kauft, geschenkt bekommt, was auch immer. Und manche Dinge sind dann relativ spontan. Aber es gibt auch Projekte, die man sehr, sehr lange plant, bis sie dann endlich in die Tat umgesetzt werden. Und dieses Projekt ist ein solches Projekt. Und zwar habe ich vor 7 Jahren diese Mütze gestrickt, 2017. Das ist eine Anleitung von Tin Can Knits aus einem ihrer E-Books. Und die Wolle ist von Sandnes Garn. Das ist eine norwegische Wolle, die ich damals in Schweden gekauft habe, als ich dort zu einem Kurzurlaub war. Und dann hatte ich mir die 3 Knäule sozusagen als Erinnerung gekauft und habe mir die Mütze gestrickt. Und als die fertig war, habe ich festgestellt, dass sie so ein kleines bisschen knapp ist. Also sie passt. Gerade wenn es nicht ganz so kalt ist, kann ich sie auch gut tragen. Oder im Winter trage ich sie manchmal als zweite Mütze drunter oder drüber. Aber sie ist eben nicht ganz so tief, wie ich es gerne hätte, geht nicht ganz über die Ohren. Und deshalb hatte ich mir gleich, als die Mütze fertig war, überlegt, ich habe so viel Wolle übrig, weil ich ja 3x50 Gramm hatte, dass ich mir noch eine zweite Mütze stricke. Und es hat bis letzte Woche gedauert, bis ich es dann tatsächlich angefangen habe, in die Tat umzusetzen. Und mein Plan war, dass ich, hier habe ich ja das Bündchen in dem dunklen Grau gemacht und bei der zweiten Mütze wollte ich das Bündchen in hell- und mittelgrau machen und dann den Rest der Mütze in Streifen. Und ich habe jetzt die gleiche Maschenzahl angeschlagen wie bei der Mütze, habe dann in hellgrau so viel gestrickt, bis der Rest genauso viel gewogen hat wie mein dunkelgrauer Rest. Jetzt mache ich das gleiche mit dem Mittelgrau und da habe ich noch so viel übrig, da kann ich noch ein bisschen was stricken. Und wenn ich dann von allen 3 Farben die gleiche Menge übrig habe, dann will ich schmale Streifen machen in so einem durchbrochenen Rippenmuster und zwar in Anlehnung an eine Mütze aus dem Buch Hattitude von Kathy Caron. Ich glaube, das gibt es auch auf Deutsch. Und da möchte ich diese Mütze nochmal stricken. Die habe ich schon ein paar Mal gestrickt, aber ich habe die alle entweder verschenkt oder verloren. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich keine mehr davon. Und das hat mir aber immer gut gefallen. Es strickt sich relativ einfach. Es sind sogar die gleichen Farben. Das passt alles ganz schön, finde ich. Und das ist jetzt der Plan. Also wenn ich mit dem Mittelgrau auch so viel gestrickt habe, dass ich von allen 3 gleich viel habe, dann stricke ich alle 3 Farben immer im Wechsel. Alle 2 Reihen wechsle ich dann. Und dann stricke ich so weit, bis die Wolle fast weg ist und ich dann noch schnell die Abnahmen machen kann. Und je nachdem, wie weit das dann gereicht hat, daran entscheidet sich dann, wie viel ich von dem Bündchen umschlagen kann. Ja, das ist also das andere neue Projekt, seit langer, langer Zeit geplante neue Projekt. Dann zu ein paar Sachen, die ihr schon kennt. Und da zeige ich euch als erstes den Geo Gradient, den ehemaligen Mystery Knit Along, geheimnisvolles Miteinanderstricken von Steven West. Und da habe ich meinen wöchentlichen Streifen fertig gestrickt, bevor die Sock Madness Anleitung kam. Und habe jetzt den letzten vollen Streifen gestrickt. Also ich habe jetzt, der Streifen ist jetzt ungefähr doppelt so lang, wie er in der Anleitung geplant ist, glaube ich. Und auf jeden Fall reicht es mir jetzt sowohl vom Stricken als auch von der Tiefe der Kante. Und in der nächsten Woche oder wann immer ich mit den Sock Madness Socken fertig bin, will ich dann in Schwarz noch einmal diese tiefer gestochenen Maschen machen. Dann mache ich noch einmal die Rückreihe mit dem 2 verschränkt zusammenstricken. Und dann mache ich den I-Cord-Abschluss. Dann werden also alle über 500 Maschen mit einem I-Cord abgekettet. Also ich bin alles andere als zuversichtlich, dass ich das diese Woche fertig kriege. Ich hoffe aber, dass ich zumindest einen Teil davon schaffe. So, dann kommt als nächstes der Sommerhäkelpulli.
Den hatte ich, glaube ich, letzte Woche nicht und habe dann gleich zu Anfang der Woche dran gehäkelt, auch bevor die Sock Madness losging. Und da häkel ich ja aus dem Buch Granny Square Patchwork von Shelley Husband diese zwei große Quadrate und dann irgendwann noch kleinere Quadrate für die Ärmel. Und dieses Quadrat fängt ja ganz lange als Kreis an. Und da hatte ich letztes Mal, als ich es gezeigt habe, schon angefangen, die Ecken rauszuarbeiten. Und jetzt ist es komplett quadratisch. Das heißt, die letzten zwei Reihen, die ich gehäkelt habe, da habe ich bereits über die gesamte Kante die gleiche Maschenart gehäkelt. Und jetzt muss ich eben gucken, dass ich das mit dem ersten Quadrat vergleiche. Ich möchte die Maschenzahlen vergleichen und dann gucken, wie ich das jetzt noch vergrößere, weil ich das erste ja auch ein bisschen vergrößert habe. Werde ich hier auch ein, zwei Reihen hinzufügen müssen. Und da bin ich noch am Überlegen, ob ich zwei Reihen von dieser Anleitung wiederhole oder ob ich eventuell den gleichen Rand wie beim ersten Quadrat häkle. Das fände ich auch ganz lustig, wenn es dann ganz außen sich dann plötzlich entspricht. Das könnte mir gut gefallen. Aber dafür muss ich mich erstmal hinsetzen und muss das nebeneinander legen, Maschen zählen und so weiter. Das dauert einen Moment. So, das ist der Sommerpulli und der Winterhäkelpulli, an dem ich arbeite. An dem habe ich auch ein bisschen weiter gemacht. Da hatte ich ja letzte Woche den zweiten Ärmel. Ups, ups, holla. Ups, was hängt hier wo fest? Meine Wolle hat sich um den Maschenmarker gewickelt und nimmt jetzt das Projekt mit. Das ist nicht so gut. Oh, so. Da hatte ich ja mit dem zweiten Ärmel aufgehört, weil mein Knäuel zu Ende war. Und da habe ich jetzt weiter gehäkelt. Das heißt, ich habe jetzt das dritte 150 Gramm Knäuel dranhängen aus der Frosty Ice Serie. Und ich bin fast fertig geworden mit dem zweiten Ärmel, aber nur fast. Ich habe ja beim ersten Ärmel, ich habe bis hierhin habe ich Abnahmen gemacht und dann dieses Stück gerade gehäkelt. Und ich habe alle Abnahmen fertig gekriegt am zweiten Ärmel und jetzt fehlt nur noch der Rest, also ungefähr so ein Stück, was einfach nur gerade runter gehäkelt wird. Ohne die Sock Madness Socke wäre es vielleicht fertig geworden, macht aber nichts. Das kriege ich bestimmt diese Woche hin, dass ich den zweiten Ärmel fertig häkel. Und dann zumindest das Vorderrückteil würde ich gerne ansetzen, dass ich da den Anfang gemacht habe, damit ich dann einfach ohne groß nachzudenken immer geradeaus häkeln kann. So, das sind die Häkelprojekte. Und dann habe ich an meinem neuen Kleid, an dem Mama Key von Nicolor, was ich aus dieser selbst zusammengestellten Wolle aus Hamburg, von der Hamburger Wollfabrik stricke, da habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Noch nicht die Welt. Aber die Reihen werden ja jetzt auch länger. Das ist das vordere Teil von dem Kleid. Genau, das ist zwischen den weißen Markern. Das ist genau die Mitte von meinem Ausschnitt. Und dann kommt hier hinten das Rückteil. Da hat man ja anfangs hin und her gestrickt. Deshalb ist das deutlich tiefer. Und ich muss aber noch ein Stückchen stricken, bis ich mit der Passe so weit bin, dass es dann unterm Arm passt. Ich habe es schon einmal anprobiert und so ungefähr überlegt, wie viel ich noch stricken muss. Ich glaube, ich muss, wahrscheinlich muss ich noch mehr als vier Reihen stricken, aber ich glaube, dass ich nach den nächsten vier Reihen, wenn ich dann wieder die Zunahmen gemacht habe, dass ich dann nochmal anprobiere, um nochmal ein bisschen genauer zu gucken, wie weit ich noch muss. Also das macht nach wie vor Spaß. Ich finde die Wolle immer noch total lustig. Die kommt immer wieder unterschiedlich raus. Mal ist mehr der rote Faden vorne, mal gelb oder orange. Das ist schön lebhaft, sage ich mal. Ist halt eine andere Art von Bunt, als ich das bei der Opalwolle sonst immer habe. Und von daher ganz schön. Ein bisschen aufpassen muss man immer bei dem gefachten Garn, dass man wirklich alle Fäden erwischt. Aber insgesamt klappt das bis jetzt ganz gut. Und das bringt mich dann schon zu unserem Knit-Along, wo wir Haramaki oder Wendemützen stricken. Und da habe ich an meinem Patent Haramaki wieder ein kleines Stückchen drauf gestrickt. Außen, das ist die Opal-Sockenwolle aus der Serie Afrika. Und innen habe ich die Merino-Sockenwolle von Hansa Farm in diesem Grau. Und ja, das ist auch ein Projekt, das nicht viel Hirnleistung verlangt. Aber ich muss doch immer gucken, wegen der Umschläge, ob man beide Fäden erwischt, ob man den Umschlag immer drum hat. Also das kann ich tatsächlich nicht blind stricken. Zweifarbiges Patent gleichzeitig blind, das wäre schon eine Herausforderung. Aber ist ja auch okay. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo man gut drauf gucken kann und dann vielleicht ein Hörbuch hört oder sich unterhält oder irgendwas anderes anhört und oder im Wartezimmer sitzt, da habe ich auch schon dran gestrickt. Ja, ansonsten habe ich da noch ziemlich viel Strickspaß vor mir und
freue mich aber darauf, dass es irgendwann fertig wird. Und ich sage ja immer, es ist egal, wie lange es dauert. Man kann es in der Regel noch viel, viel länger tragen, als man gebraucht hat, um es zu stricken oder zu häkeln. Ja, dann heute ein bisschen kürzeres Video als sonst, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit der Sock Madness vielleicht immer mal passieren. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm und bis jetzt habe ich ja auch für ein paar Sock Madness Socken nie eine ganze Woche gebraucht, sodass ich immer ein bisschen Zeit zumindest für ein bisschen was anderes hatte und ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!